Ach ja, damit willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Und automatische Savegames sind schon toll, ne? Weil dadurch fehlt jetzt der komplette Kampf draußen, den wir da hatten, oder was wir in letzter Folge gemacht haben. Also das ist, und ich fange mit Absicht hier an. Ja, genau, wir haben nämlich noch vier Dietrich und die behalte ich jetzt auch, nachdem der letzte Save so eine Enttäuschung war. Also ganz gut, dass ich das hier gemacht habe. Und zwar folgendes, ich bin eine Nase. Ich bin an dieser dummen Kanone schon vorbeigelaufen. Ich habe nämlich mal kurz die, also ich muss natürlich einen Qualitätscheck machen, habe mir die Folgen angeguckt, wie es aussah. Und da ist mir noch Ludwig. Oh, die Maschinengewehre liegen auch noch am Tisch. Da ist mir noch Ludwig aufgefallen, die Kanone steht hier keineswegs irgendwo doof. Warte mal, hier ist nicht. Neben im anderen Raum. Die dumme Kanone, die ich gesucht. Oh Gott, jetzt liegt das hier wieder. Diese dumme, dämliche Kanone, die ich. Ah, hallo. Die dumme, dämliche Kanone, die ich gesucht habe, die steht ja keineswegs irgendwo draußen rum, wie ich annahm. Nein, nein, nein. Die steht hier. Ich bin hier dran vorbeigelaufen. Ich erzähle. Ich habe mir das Video angeguckt. Ich renne genau hier lang. Renn hier so lang, sieh hier oben, da oben sieht man was leuchten. Und ich voll Idiot. Das hier ist das Codebuch. Ja, das ist das Codebuch, richtig. Ich hab's gefunden. Ah, bin ich froh über dieses Auto, über diesen automatischen Safe-Game, den ich hier gerade habe. Wir müssen zwar auf einem anderen Bezug wieder ein bisschen was machen und Leute erschießen und Zeug, aber das ist eigentlich alles nicht so schlimm, weil ich meine, Leute erschießen, das kommt hier sowieso irgendwie öfter vor. Das ist so toll. Ah, ja, auf jeden Fall, das bin ich ganz doll froh. Da war nämlich der entscheidende Hinweis, den ich natürlich nicht gesehen habe, weil ich diese dumme Kanone nicht gefunden habe, dass hier halt kochendes Wasser ist. Scheint echt schwer zu sein. Ja, dann mach mal. Hut ab für die Vox. Ah, hier muss es mehr geben, als man auf den ersten Blick sieht. Tja. Hut ab für die Vox. Ja, ich hab's ja schon mal gesagt, weil ich, ja, was mir auch aufgefallen ist, ich habe Folge 1, habe ich einen Satz angefangen mit, also, das ist jetzt die zweite Aufnahme, ich bin 9 Folgen lang mit der ersten Aufnahme gekommen, 3 Stunden habe ich durchgespielt. Ich habe in der ersten Folge gesagt, ja, ich kenne das Spiel zwar schon, das ist nicht blind, ich habe ein Let's Play dazu geguckt, aber für die Leute, die es noch nicht geguckt haben, werde ich versuchen, nicht so viel zu spoilern. Das Problem ist, diesen, ich werde nicht so viel spoilern, Satz habe ich nie gesagt. Weil irgendwie bin ich dann abgelenkt worden, dann habe ich erst die Tür aufgemacht, danach habe ich mich gewaschen. Also dann spielen, dann habe ich was geplündert, dann habe ich darüber rumgewandert, dann bin ich die Treppe runter hochgelaufen, habe diese Schilder vorgelesen, habe noch mehr rumgewundert und dann ging es schon nach Columbia. Und ich habe diesen Satz nie wieder aufgegriffen. Also jetzt 10 Folgen später, Entschuldigung. So bin ich halt verpeilt. Gut, der Hut. Ja, ich werde das versuchen, ein bisschen runterzuschrauben. Mal gucken wir mal, was wir hier so Schönes finden. Im Geheimversteck der Vox. Auf jeden Fall den Trank, den ich gesucht habe, den ich so toll finde. Ich habe mir. Warte, was haben wir hier noch? Den hätte ich auch beinahe verpasst. Oh Gott. Eines müssen die Menschen lernen. Das ist übrigens kein Blut, das sind Fahnen. Kämpft man mit Furcht. Oha. Ich will nicht Teil Messer. Ihrer Welt sein. Ich will nicht Teil ihrer Kultur sein. Ihrer Politik, ihres Volkes. Die Sonne geht unter für ihre Welt. Und bald schon werden sie im Dunkeln stehen. Sehr freudig von ihr, oder? So, dann nehmen wir jetzt mal, ich glaube, dann nehme ich jetzt einfach das letzte Schild. Nee, das ist das vorletzte Schild, aber egal. Dann ist mein, schon besser. Dann ist mein Schild bald genauso lang wie meine Lebenspunkte. Das ist da auch nicht schlecht. Lebenspunkte war irgendwie ein Schild, dafür sind meine Lebenspunkte halt immer noch so, wie sie am Anfang waren. Und danach werde ich dann halt im Gleichschritt Lebenspunkte und Vigor, also Salze hochleveln. Man muss dazu sagen, da ich das, ich glaube, ich werde das hier in erhöhter Geschwindigkeit veröffentlichen. Das ist jetzt der, warte mal, nee, da will ich gar nicht lang. Das ist jetzt der, ist es heute noch am selben Tag, wo ich das andere aufgenommen habe. Und das hat mich sowas von geärgert mit dieser dummen Kanone. Und dann habe ich dann, das war nämlich die eine Folge, wo ich aus dem rausgetappt bin. Und deswegen war die, habe ich die vorher schon gemacht, weil das ist immer ein bisschen mehr Aufwand, Folgen zu machen, wo ein Fehler passiert ist. Da muss ich die nämlich, da muss ich ein bisschen Aufwand betreiben. Das habe ich dann als erstes gemacht, weil die Arbeit muss halt weg. Und dann habe ich, ja, dann habe ich das gesehen in dieser Folge, wo ich die Probe geguckt habe, weil ich sehen wollte, wie die Qualität aussieht, was halt die erste Folge war, die ich encodet habe. Und dann habe ich das gesehen mit dieser dummen Kanone und da habe ich geflucht. So ganz wie du das alles machst. Ja, das haben wir schon mal gehört. Ich habe sie mir immer als Türen gedacht. Ja. Das kennen wir ja schon, also ich renne jetzt einfach mal durch. Nur die geöffnet, die ich fand. Warte mal. Selbst welche gemacht. Gemacht? Ich konnte gehen, wohin ich wollte. Warte mal, lag hier irgendwo noch ein Lockpick rum? Ja, das ist natürlich ganz schön. Beherrschung ist billiger, verringert die. Ja, das wäre natürlich toll, wenn wir das hätten, aber leider fehlen uns da noch 100. Ich weiß nicht. Zu meiner Familie? Sie hat Familie? Wie machst du das? Über die weiß man ja auch nichts. Wie geht das? Wie gesagt, ich hatte sehr viel Zeit zum Lesen. Naja, und ich wollte sehen, ob es geht. Ich habe Bücher über Physik gelesen und so. Ja. Und was hast du dabei gelernt? Es ist ein Riesenunterschied zwischen dem, was wir sehen und dem, was wir sehen. Alter, das war nicht so geplant. Ich wollte nicht diese dumme. Nein, verdammte Hacke! Nein! Verdammt, ich wollte auf diesen Frachtarten drauf! Ich muss, finde ich, immer schön die Liebe zum Detail, dass sie immer noch. Jetzt würde ich ja mich gerade runterspringen. Dass ich auch die ganze Zeit durch die Gegend fahren kann. Großes Elend sollte ich aber mal auch schon. Einfach mal alles leer plündern. Ah, Lockpick, sehr schön.
Wie ich gerade sagen wollte, über Eltern wissen wir ja auch nicht viel. Also wir wissen, dass das angeblich ist Comstocks Tochter. Allerdings war da irgendwas mit Wundergeburt innerhalb von einem Tag gesagt. Was irgendwie sehr komisch ist. Dass zumindest die Lady-Comstock-Geschichte ein bisschen unwahrscheinlicher erscheinen lässt. So, jetzt haben wir auf jeden Fall hier... Ach, guck mal, wir finden übrigens nochmal wieder andere Ausrüstung. Also, Scharfrichter, kritisch gegen taubende Gegner. Was haben wir denn hier momentan gerade? Warte mal, was ist das jetzt hier? Vergleich verbergen. Schon kritische Nahkämpfe gegen taumelnde Gegner opfern eben mehr Schaden. Ja. Wenn man schon mal nahkämpft, das ist übrigens der lustige Kopfgeld hier. Warte mal, der hat doch hier ein Homeband gehabt. Das ist der, den wir verpasst haben bei der Krähen-Geschichte. Da weiß ich nämlich, da wäre nämlich auch ein Voxophon für ihn gewesen, aber das haben wir irgendwie, übersehen. Der alte Preston ist ein Sportsmann, nicht durch. Miss Fitzroy. Ich schleiche mich nicht hinterrücks an, während sie schlafen wie diese Vox-Bubis hier mit ihren Messern. Nett. Okay, ein Skype für mich. Und noch einer. Ah ja. Und wenn Sie das hören, regeln Sie Ihre Angelegenheiten und dann kommen Sie, um im Angesicht der Poeten zu sterben. Sie werden die Waffe eines weißen Mannes brauchen. Nochmal Lockpicks. Versuchen Sie es. Was mir gerade so einfällt. Also ich kann diese Vigo-Erweiterung übrigens immer kaufen. Also das bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, das habe ich so gesehen. Ich wollte eigentlich noch mal kurz gucken, ob ich nicht irgendwo noch einen Gang war, den ich hier jetzt mit dem Elektrostrom aufkriege. Aber ich glaube, das war es auch gewesen. Also mehr Eingänge gibt es ja tatsächlich nicht. Auf jeden Fall geht hier wahrscheinlich gleich der dicke Kampf los, sobald ich hier das andere Ding anblitze. Also das Hauptteil. Aber anscheinend hier nicht. Ja, den dummen Tresor mache ich jetzt auf jeden Fall nicht nochmal auf. Da warte ich lieber, bis ich irgendwie über eine Stelle sehe, wo ich mehr sehe. Weil ich weiß ja mittlerweile, dass in diesem doofen Tresor sowieso noch Geld drin ist. Und Geld findet sich hier sowieso wie Heu. Also da gehen wir nicht nochmal lang. Das war zwar toll, aber nein. Ach, die Bude ist jetzt auch zu? Die war doch... Ach nee, halt, die kann ich aufmachen. Die war doch von da offen. Ich wollte die übrigens gar nicht aufmachen, aber... Hä? Hier steht aber auch einmal anderes Zeug. Juhu, okay. Bare Münze. Wie viel haben wir jetzt? Reicht das vielleicht für das... Eine einzige... Ach, guck mal, jetzt ist hier auf einmal Schockjockey. Ist das nicht ironisch, dass der jetzt auf einmal hier ist? Was ist denn das hier eigentlich? Eis? Warum steht hier ein Eis? Ja. Das ist doch nice, oder? Das soll uns wahrscheinlich irgendwas sagen, oder? Achso, das ist ein Eismacher-Dingsbums hier. Sie guckt hier so nervös. Was sieht sie denn hier? Sehe ich hier etwas nicht? Ach, stimmt, das war ja eine Eis. Ja, gut. Aber warum steht hier noch Eis auf dem Tisch? Wurde das vergessen? Aber ist ja ansonsten noch irgendwas? Das kommt mir gerade sehr mysteriös vor. Also hierüber weiß ich mal spontan nichts, warum es hier so diese verdammte Eisdiele noch geben sollte. Aber zumindest mag ich die Veränderung. Also wir waren hier vorher am späten Abend, also am frühen Abend hier. Und jetzt halt in der Nacht sieht es hier noch ein bisschen anders aus. Ein bisschen gespenstischer, muss ich sagen. Vor allen Dingen, Sivit hat hier gerade so unter den Tisch geguckt, aber wir können nichts öffnen. Schade eigentlich. Na gut. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Es ist eine ganz schön geschlossene Bude hier so an sich. Also sehr komisch auf jeden Fall. Also eigentlich richtig gespenstisch, muss ich mal sagen. Hui. Ich würde es übrigens für Booker schlauer halten, statt hier sofort Flucht zu machen, sich erstmal irgendwie für ein paar Tage unterzutauchen, vielleicht hier irgendwo, gerade in so einem Laden oder in einem Keller. Ich meine, die haben ja auch ein Abwassersystem scheinbar. Und Essen gibt es ja offensichtlich genug. Also einfach irgendwie versuchen hier vielleicht mal ein bisschen anders wegzukommen und einfach abzuwarten für ein paar Tage. Bis die Leute mit ihrer Aufmerksamkeit runter sind. Übrigens, wir können jetzt hier diese Skyline hier langfahren. Ich habe noch gar nicht geguckt, wie die übrigens überall hinführt. Ich glaube, die führt einfach nur im Kreis, oder? Guck mal, da oben ist Deckung. Also wir sehen schon, das geht hier rapide Richtung Kampf. Oh, guck mal, da haben wir Salze, ein Waffenautomat. Das gibt hier, glaube ich, ein richtig großes Gefecht, wenn ich das richtig sehe. Da haben wir Werkzeuge. Alter Schwede. Was schaut da gerade in den Sibit um? Nee. Ich glaube, das war dahinter, was sich bewegt hat. Was haben wir hier noch? Noch ein Waffenautomat, eine Deckung. Also mal ohne Witz hier, das ist hier ist ja einiges. Also ich glaube, hier geht es gleich richtig los, bis das hier da ist. Hol die Gondel. Wie laut das nicht rum ist. Dass diese Glocke hier eingebaut hat. Die Gondel kommt! Juhu, die Gondel! Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elizabeth! Sobald er hat, was er will, ist er weg! Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Frauenmörder muss er nochmal hervorheben. Vater, Prophet, was immer Sie sind, ich gehe und Sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, vielleicht doch. Mein liebes Kind! Da täuschst du dich. Wie gut er das hört, ne? Also der muss hier gut Mikrofone haben. So, kommen jetzt hier bald mal die gegnerischen Truppen. In Massen. Warte mal, hier war doch irgendwo ein motorisierter Patriot. Wo kam der her? Da! Mach! Los, mach! Aber klar!
Hui, reiß ihn den... Punkt, Punkt, Punkt. Schön. Der hat Raketen. Wer hat hier Raketen? Warte mal, hier, jetzt hier, nein, falsche Richtung, oh verdammt. Andere Richtung, ah. Hui. Ah, gut, der fällt sowieso runter. Was, jetzt verstecken die sich da in der Bude? Das ist ein... Präzisionsgewehr brauche ich jetzt eigentlich nicht. Lebt mein Patriot. Ach, da ist der Lisa. Alter, wie Elisabeth springen kann, ne? Das ist... Da komme ich da oben ran? Jui, ich komme hier ran. Nein, ich will hier runter. Uah. Naja. Und tschüss. Das macht es auf jeden Fall sehr viel einfacher, die zu töten. Ich habe schon wieder ganz schön viele Lebenspunkte verloren. Also irgendwie... Uah. Fliegt mein Luftschiff weg. Mein Luftschiff fliegt weg. Juhu. Warte mal. Warte, ich würde gerne die Medizin jetzt... Oh, fuck. Uah, ich bin doof. Ah, ich bin nicht doof. Hui, bumm. Ah ja, sehr schön. Welcher Taste war... Achso, genau. Ich vergesse mal die Tastenkombination, mit welchen V war hier zu messern. Ist das Elisabeth? Und tschüss. Oh, die sehen schon ein bisschen besser aus, die Jungs. Also, so, ich wollte eigentlich rüber zu den Medipacks, fällt mir gerade wieder ein. Dessen habe ich dir überhaupt erscheinen lassen. Oder? Genau, jetzt. Ja, wo ist er hin? Gute Frage. Nächste Frage. Wo sind die? Irgendwo konnte ich hier noch die Schütze spawnen lassen, da oben. Gut, dass ich mir vorher die Landschaft so gut angeguckt habe. Ist er hinüber? Ich hoffe. Hier kommt ein Waffenautomat. Jo. Oh, guck mal. Wie sieht's aus? Super, also Salze sind immer klasse, auch wenn die gerade voll waren. Ach, da. Hallo. Oh, der hat sich sogar gewehrt. Komischer Typ. Deckung. Ich glaube, vom Geschützturm habe ich zwar irgendwie mehr. Oh, kann ich den Geschützturm gar nicht normal machen? Das ist ja ärgerlich. Ach, da unten sind ja auch noch welche. Warte mal, welche Taste waren das? Y war das, genau. Also das Präzisionsgewehr wäre jetzt... Ich glaube, das Präzisionsgewehr wäre jetzt prinzipiell besser, aber dadurch, dass ich so dicke Schilde habe, muss ich das... Was? Patriot? Hier, das wird helfen. Perfekt geteilt. Wo ist denn hier ein Patriot? Ist da unten, ey. Also... Ein Patriot wäre jetzt extrem doof, weil ich kann aus der Entfernung nicht so viel Schaden... Oh doch. Ich kann aus der Entfernung Schaden machen. Fällt mir gerade so auf. Da hinten ist der. Whee! Ich weiß, ich schieße gerade auf sich bewegendes Luftschiff, ne? Das kann nichts werden. Oder? Ja, ist klar. Gut, dass hier oben so viele Waffen rumliegen. Und dass ich hier eine 1er Deckung habe. Was ist denn dieser Patriot da, das... Ja, also meine 10 Meter Schild, die sind schon irgendwie recht nützlich. Schießen die schon wieder alle auf mich, das finde ich überhaupt nicht gut. Wo ist denn der jetzt? Da unten. Ja, der ist auf jeden Fall schon geschwächt genug. Den Rest mache ich per Hand. Den hole ich mir so. Ach, das war meine Gondel. Ah, da saß der drinne. Habe ich jetzt auch alles mitgenommen? Ich hoffe. Ach, siehst du, da hätte ich noch einen motorisierten Patrioten spawnen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, auf normal ist es, sind die Kämpfe wirklich nicht übermäßig fordernd, muss ich sagen. Also bis jetzt. Ich möchte nicht beschreien, weil ich habe das schon öfter mal gemacht. Das mal zu doll behoben. Oder mal hier. Kannst du das knacken? Ja, das wäre nett. Wärst du so freundlich? Wäre nicht viel cooler, wenn er das sagen würde. Wärst du so freundlich, das zu knacken? Oh, das sieht auf jeden Fall nach Lava ziehen aus. Denn ich muss hier noch abwehren, während die ranfliegen. Vor allem, wenn Comstock weiß, dass ich hier bin, sind es wahrscheinlich das Luftschiff schon lange weg, als oder? Als sie am Strand ohnmächtig waren, da haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Tut mir leid, es geht mich auch nichts an. Aha. Woher stammen Sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben Sie dort gemacht? So was Ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Nett. Ich bin froh, dass Sie hierher gekommen sind. Na. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich habe gespielt. Jetzt habe ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Das hätte er vielleicht nicht so ehrlich sagen sollen. Ich meine, er hatte noch Vorstellungen, dass er nach Paris will. Das ist schwierig. Ich meine, das ist nicht gerade, dass Lizzie hier irgendwie besonders doof ist. Die ist ja irgendwie doch ein ziemlicher Intelligenzbolzen. Und damit wird dir wahrscheinlich relativ schnell rauskommen, dass Austausch gegen dich ungleich Paris ist. Ich meine, das sollte, naja, irgendwie doch ziemlich offensichtlich sein, vermute ich mal. Übrigens, wenn wir hier die ganze Zeit fliegende Gondeln haben, warum zur Hölle haben wir jetzt... Oder hier noch ein Lockpick. Warum zur Hölle haben wir denn hier auf einmal eine Seilbahn? Ist das denn wirklich notwendig? Warum haben wir nicht so eine lustige...
Ich meine, manche Schiffe schweben ja. Das ist ja schon ziemlich klar, dass nicht alles in der Skyline haben. Ach, guckt euch das mal an, Leute, hier. Krass. Ich weiß, es gibt schon viele Bioshock Infinite Displays. Ah, das da unten ist die Landschaft, die sich nicht wirklich vorbeizieht. Na, egal. Na gut, dann geht das Kämpfen weiter. Schon die Tatsache, dass hier ein Karabiner rumliegt, ist, stimmt mich ja hoffnungsfroh. Ob der Dinge, die da kommen, was willst du machen? Ja, ja. Beherrschung billiger, das nehme ich auf jeden Fall mit. Ja, ja, ja. Ist mir egal, es ist auf jeden Fall billiger. Verdammt. Die halten 3 Schuss aus. Das ist voll nicht okay. Ich meine, wenn ich erstmal einmal im Kopf geschossen habe, ist das voll gut. Dann kann ich mir so viel schief gehen. Einfach nur jetzt hier. Ich glaube, hier war gerade der Waffenverbesserungsklaus, oder? Ja, na, nee, gut. Ich kann sowieso noch nichts von meinen Waffen. Mann. Oh, die halten aber schon ein bisschen mehr aus. Nimm dies! Und das! Und jenes! Oh, der ist hinüber. Was haben die da für ein lustiger Brillen? Die sind mir gar nicht aufgefallen. Blut! Überall Blut! Was ist denn das hier eigentlich? Ist das ein Modell, ne? Das ist tatsächlich, das ist ein Modell von der ganzen Geschichte. Ah, guck mal, hier haben wir so einen Kinotop. A City Mourns? Ja, ist. Der war eine Stadt trauert. Achso, ja, genau. Das ist, wo Olle Lady Comstock ist jetzt nämlich gestorben. Die wurde ja durch Daisy Fitzgerald getötet. Wie wir ja bekannterweise schon wissen, hat sie ja selber gesagt. Obwohl, den hat sie eigentlich noch nicht gesagt. Aber das haben wir ja schon im Museum gesehen. Ach, guck mal hier, die sind auf jeden Fall sehr gut vorbereitet auf Überfälle. Was gibt's denn hier noch Schönes? Ah ja, wahrscheinlich nur. Oder Munition für Karabiner können wir definitiv mitnehmen. Ich habe auch gar nicht mehr so viel Geld. So 55 ist jetzt nicht unbedingt die Riesensumme. Andererseits, das reicht doch voll aus. Na gut, hier. Jetzt haben wir mehr Geld. Oh, oh. Ich habe Geld gefunden. Jawohl. Und eine silberne Münze. Die macht auf jeden Fall ordentlich Kohle. Was? Ein? Also Lissi, das müssen wir noch machen hier mit Geld finden. Eine Münze ist jetzt wirklich nicht so. So. Man nennt sie also den falschen Hirten. Offensichtlich. Lassen Sie uns das nicht tun. Von mir nicht. Aus. Was denken Sie, woher die wissen, dass sie kommen? Ihr Rock hat schon ein bisschen Schaden genommen. Fäden in ihren Reihen. Aha. Oder die Plakate sind von meinen Auftraggebern. Wieso? Keine Ahnung. Sieht sie sonst eigentlich noch irgendwie ein bisschen anders aus? Ich meine, so übermäßig umgekleidet hat sie sich nicht. Oder? Vor allen Dingen, hier steht wieder so eine dumme Statue rum. Aber guck mal, erstmal hier. Silberbarren. Das waren keine Goldbarren? Warte mal, erstmal hier alles looten. Aha, hier ist ein bisschen Werkzeug. Also richtig fit sieht der Vogel hier nicht aus. Oh, die Hände. Konsole benutzen. Ach, guck mal hier. Das Ding hätte ich beinahe übersehen. Und dann machen wir das letzte Ding auf Schild. So, jetzt haben wir auf jeden Fall Schild 10. Genau das, was wir jetzt brauchen. Die Messlatte höher legen. Ja, wunderprächtig. Das sind wir auf jeden Fall jetzt mal gut vorbereitet. Und dann würde ich sagen, begeben wir uns mal in die Lüfte. Auf nach Paris. Bereich verlassen. Jo, lass uns loslegen. Also ich hätte... Nee, ich hätte zurück... Ganz zurück hätte ich... Ich will Paris sehen. Ganz zurück hätte ich nicht gekonnt. Alles sehen. Ja, wir hätten ja erstmal nach Paris fliegen. Ja, das kannst du jetzt auch. Wo sind wir eigentlich? Moment. Was soll das? 40 Nord, 74 West? Das ist nicht Paris, das ist New York. Woher weißt du das? Zeit war alles, was ich in dem Turm hatte, Mr. DeWitt. Zeit zum Lernen, etwa Geografie. Eigentlich komisch. Und dann kam einer an und sagte, er tilgt meine Schulden. Im Tausch gegen dich. Na komm, es... Rede mit Elisabeth. Ich muss dazu sagen, warum ist das eigentlich woanders? Fällt mir gerade mal so ein, weil ich meine, wenn man jetzt mal so einen Luftlinien zieht, das Ding, wir haben gesehen, wo diese Stadt hier rumfliegt, über Amerika. Hey, Elisabeth ist... Und ich meine, Paris liegt ja nun mal in Europa und das ist doch relativ, also wenn wir jetzt rüberfliegen, dann würden wir ja zumindest erstmal Richtung Meer fliegen, oder? Da hätten wir ja auch erstmal, na egal. Na komm, alles wird gut. Los, dreh dich um und sprich mit mir. Oh, was hat sie da in der Hand? Oh, nicht gut. Aua. Naja, zumindest hat sie ihre zarte Seite fallen lassen. Obwohl das jetzt vielleicht nicht so gut ist für uns. Hey, Finkendogs, es stellt sich heraus, dass das Mädchen nicht dumm ist. Und ich ziehe es vor, sie bei guter Laune zu halten. Das ist natürlich auch toll. Dumm, 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 dumm. Die Musik macht mich fertig. Zu wenig Metal. Obwohl eigentlich auch nicht mal schlecht die Musik. Wo sind wir jetzt? Aha. Ah, sie stellt den Kurs ein. Das ist ja schön. Aber wir sind auf jeden Fall richtig bewusst, so wie ich das sehe. Also zumindest ziemlich kaputt. Aber es ist immer wieder Tag. Oh, was ist denn das da? Ich sehe irgendwas Rotes. Rot ist nicht gut, weil das könnte Vox Populi heißen. Ich weiß, dass es Vox Populi heißt. Oh, guck mal, sie versteckt sich. In den Tresor? Hat sie sich gerade wirklich in den Tresor versteckt? Oh. Das sieht wirklich nach gescheiterten Freiheitskämpfern aus. Vor allem, wenn ich hier am Boden liege. Er kommt mich. Nein! Aua! Lass das! Ich sehe doch hier nicht aus wie so ein Typel. Mann. Oh, das sieht natürlich sehr freundlich aus hier. Oh, ein Handyman.
Wir sind doch wohl in Finkerton. Mensch. Also ich muss ja mal wieder hochgucken, um hier den Blick zu halten. Das ist total nervig. Die frische Luft hat geholfen. Der hier ist wach. Ah, so, hallo. So, du bist also dieser berühmte falsche Hirte. Daisy. Du hast schwer Krawall gemacht bei der Verlosung. Bist du Fitzroy? In Person. Hallo. Ich habe nichts gegen dich oder deine Vox Populi. Aber das hier ist mein Luftschiff. Und ich brauche es dringend. Wirklich? Ganz dringend. Für mich sieht's nämlich wie ein Luftschiff von Comstock aus. Hör zu, ich will keinen Streit. Es gibt bereits Streit, DeWitt. Die Frage ist, zu wem hältst du? Comstock ist neutral. Der Gott der Weißen, der Reichen, der Erbarmungslosen. Oder ist gleich ein Gott. Wenn du zum einfachen Volk hältst, komm zur Vox. Wenn du zu den Aufrichtigen hältst, komm zur Vox. Ich will nur mein Schiff. Und die Vox wird es dir geben. Doch erst... Der hat auch so große Augen. Vox helfen. In Finkton unten, da gibt's einen Waffenschmied, der uns mit Knarren versorgen kann. Aha. Hol sie bei ihm ab. Dann bekommst du dein Schiff zurück. Aua. Jetzt fliegen die mit meinem Luftschiff weg oder was? Das hatten wir ja nicht besonders lange. Ja, Fink MFG. Na, hat sich nur gedacht. Aber immerhin sind wir noch bewaffnet und wir können immer noch plündern. Schön, dass wir immer noch plündern können. Plündern finde ich sehr wichtig. Ah, ja. Aha, guck mal. Ein Kino. Ein Kinohubschrauber. Aha. Ah, ja. Ich glaube, wir sind hier an keinem schönen Ort. Und das sehen wir uns beim nächsten Mal näher an.